Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Ich starte den Vlog wieder eigentlich quasi abends, aber ich habe heute auch den ganzen Anfang des Tages quasi damit verbracht, den letzten Vlog zu schneiden und habe mich dann einfach nur noch ans Plan gesetzt. Ich wollte nämlich nochmal ein bisschen überdenken, was ich so in Zukunft auf meinem YouTube-Kanal machen möchte. Wollte mal ein bisschen Ideen zusammensammeln für Videos und das habe ich heute mal gemacht. Ich komme auch gleich am Anfang des Videos zur nächsten Frage des Tages. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich habe ja eingeführt, dass wir immer in meinen Videos quasi eine Frage des Tages haben, wenn ich es nicht vergesse. Ich hoffe, ich vergesse es nicht so oft. Wo ich euch einfach etwas frage, was ich mich sowieso vielleicht gerade frage oder was mich einfach interessiert. Heute will ich euch mal zu einer Videoidee von mir was fragen. Und zwar ist mir die Idee gekommen wegen einer Zuschauerin, die mir geschrieben hat auf Instagram. Und da ging es um ihren Freund. Ich werde auch ihren Namen natürlich nicht nennen, aber da ging es um ihren Freund. Und sie hat mich um Tipps gebeten. Also sie hat mir ihre ganze Geschichte erzählt, geschrieben, hat mich nach meiner Meinung gefragt und nach quasi Tipps. Und dann dachte ich mir so, ich kriege so regelmäßig solche Nachrichten mit Leuten, die mir von ihrer Story quasi erzählen oder von ihren Problemen, die gern Tipps hätten. Junge Mädels, die zum Beispiel Liebeskummer haben oder ja, auch schon ältere Mädels, die vielleicht ganz andere Themen ansprechen. Keine Ahnung, Sexualität, wer weiß. Das sind ja alles Dinge, die meiner Meinung nach kein Tabuthema sein sollten. Und deshalb dachte ich, wäre es nicht eigentlich cool, wenn ich das einführen würde, dass ich quasi ein Format starte, wo ihr mir eure, ja, Probleme, eure Stories erzählen könnt, was euch gerade bedrückt, wozu ihr gern Tipps und Meinungen hättet. Ich würde die im Video vorlesen, euch meine Meinung quasi dazu erzählen, euch vielleicht versuchen, ein paar Tipps zu geben. Natürlich bin ich nicht ausgebildet oder irgendwie sowas in den Bereichen dann, aber ich kann euch meine persönliche Meinung mitgeben und euch vielleicht einen Tipp, ja, dalassen. Und natürlich dann auch die Community, also ihr alle könnt einander in den Kommentaren helfen, könnt was, ja, zu dem Problem sagen, könnt euch vielleicht austauschen, eure eigenen Erfahrungen berichten in den Kommentaren und so kann man sich irgendwie so ein bisschen gegenseitig unterstützen. Ich bin mir sicher, diese Idee gibt es sicherlich schon. Irgendwer hat es bestimmt schon gemacht. Ich weiß, eine andere YouTuberin macht auch sowas Ähnliches, ganz leicht ähnlich, dass sie, glaube ich, einfach so Geschichten vorliest von Leuten, die aber so lustig sein sollen oder irgendwie so, die sie einfach nur vorliest, wo sie dann nicht großartig was zu sagt. Es ist nicht so ratgebermäßig, sondern mehr so einfach zur Unterhaltung. Und das wäre mehr so ratgebermäßig. Da würde ich mir dann natürlich auch immer Themen raussuchen, die vielleicht, ja, viele interessieren. Das setzt natürlich voraus, dass viele von euch mir auch ihre, ja, Probleme schicken. Ich würde das dann auch immer auf Instagram posten. Heute könnt ihr mir wieder Probleme, Nachrichten, alles Mögliche schreiben. Würde mir dann halt ein paar raussuchen. Ich würde es einfach mal ausprobieren, wenn ihr darauf Bock hättet. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Das ist quasi jetzt die Frage des Tages, wie ihr das finden würdet. Ich würde das natürlich alles anonym machen. Keiner würde irgendwas erfahren, von wem das stammte oder irgendwas. Ja, mich würde das dann einfach mal auf Instagram mitteilen und dann das mal ausprobieren in den nächsten Wochen, wenn ihr darauf Lust habt. Ich bin hier momentan nur so ein bisschen am Chillen und am Rumlaufen. Die Katzen chillen auch, wie sie liegt. Gleich kommt eine Freundin vorbei, wir kochen zusammen und dann gibt's Bachelor heute Abend. Ist ja wieder Bachelor-Time. Hi. Ich habe mir gerade, wie ihr gesehen habt, einen Kaffee gemacht. Habe mich auch gerade kurz ein bisschen geschminkt, weil ich echt fertig aussah. Habe meine Mascara aber weggelassen, weil dafür hatte ich halt einfach keinen Nerv. Ich bin ehrlich mit euch. Ihr seht mich selten so. Aber ich habe mir vorgenommen, solche Zeiten auch öfters mit euch zu teilen und euch dann mitzunehmen, weil schließlich seid ihr irgendwie Teil meines Lebens. Und ja, anstatt jetzt einfach Freitag und Sonntag nichts hochzuladen und euch nicht zu sagen, warum, dachte ich mir, setze ich mich einfach hin und danke euch, was gerade so abgeht. Die Anfangsszene von diesem Vlog, die ihr gesehen habt, ist ja schon vor einigen Tagen entstanden. Das war eigentlich die Anfangsszene für den Vlog, der Freitag online kommen sollte. Allerdings geht es mir seit Donnerstag, heute haben wir Samstag, ja, seit Donnerstag, irgendwie nicht besonders gut. Denkt jetzt nicht, irgendwas Schlimmes ist passiert oder so, aber ich vermute, dass ich ein Opfer von PMS geworden bin.
seitdem ich meine Pille abgesetzt habe. Ich hatte nie PMS, mal ganz kurz zu PMS, weil ich euch das auch schon auf Instagram erzählt hatte und viele gefragt hatten, was ist überhaupt PMS? PMS ist quasi prämenstruelles Syndrom, heißt es, glaube ich, genau ausgesprochen. Ich kann euch ja mal die Google-Definition davon vorlesen. Ich glaube, die können es besser ausdrücken als ich. Prämenstruelles Syndrom, in Klammern PMS, bezeichnet komplexe körperliche und emotionale Beschwerden im Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus, die 4 bis 14 Tage vor dem Eintreten der Regelblutung in jedem Monatszyklus einer Frau auftreten können und mit Beginn der Regel aufhören. Ich bin jetzt quasi genau in der Woche vor meiner Periode. Ja, deshalb glaube ich, dass es nur das sein kann. Ja, kurz zu meinen Beschwerden. Ich habe jetzt nicht viele körperliche Beschwerden, sondern eher so emotionale Beschwerden. Ihr kennt mich ja als so sehr, ja, motivierter Mensch. Ich mache eigentlich gerne Sachen. Ich hake gerne ganz viel von meiner To-Do-Liste ab und versuche super oft produktiv zu sein. Mein letztes Video, was ihr gesehen habt, war ja sogar zu dem Thema. Und deshalb wusste ich auch, irgendwas stimmt nicht mit mir, als ich einfach gemerkt habe, momentan, ich hänge so durch. Ich fühle mich so, wie als hätte ich gerade so ein totales emotionales Tief. Ich denke über so viele Dinge nach, über die ich normalerweise nicht nachdenke, wo ich mir total unnötigen Stress mache, obwohl noch nicht mal irgendwas ist. So, wisst ihr, es gibt ja immer so ein paar Sachen, die einen im Kopf rumschwören, die gerade im Leben so passieren, die ja einen so ein bisschen stressen. Normalerweise lasse ich das irgendwie nicht so sehr an mich ran. Und jetzt in letzter Zeit hatte ich das so, dass ich die ganze Zeit verstärkt an voll viele negative Sachen gedacht habe, dass ich irgendwie gar keine Lust hatte, irgendwas zu machen von den Dingen, die ich machen musste und oder hätte machen sollen, quasi, die ich mir vorgenommen hatte. Ugh, keine Ahnung. Es hört sich jetzt so an wie Pillepalle-Beschwerden quasi, aber ich kann wirklich mich selbst nicht motivieren momentan und normalerweise kann ich das wirklich sehr gut. Ich kann es mir nur mit PMS erklären. Ich habe auch schon versucht, rauszugehen, mit einer Freundin spazieren, mich mit einer Freundin zu unterhalten über alles, was so durch meinen Kopf geht. Ich habe versucht, mir was Leckeres zu essen zu machen, meine Serien zu gucken. Ich habe versucht, alles irgendwie zu machen, was mich glücklich machen könnte oder was mich normalerweise glücklich machen würde. Aber irgendwie wache ich seit 3 Tagen jeden Morgen auf und denke mir so, gar keine Lust, heute irgendwas zu machen. Obwohl ich normalerweise nicht so bin. Und das regt mich total auf. Das geht momentan ab bei mir. Die, die vielleicht auch PMS haben oder so, werden das wahrscheinlich viel eher verstehen als die, die das noch nie hatten. Ich hatte das vorher auch noch nie und habe immer gedacht, so schlimm kann es ja nicht sein. Also klar ist man dann vielleicht so ein bisschen launisch oder so, okay, aber so schlimm kann es ja nicht sein, so ungefähr. Aber doch, es kann schon ganz schön blöd sein. Naja, ich dachte, ich setze mich mit euch hin, unterhalte mich kurz ein bisschen mit euch, erzähle euch, was mir so durch den Kopf geht, beziehungsweise erzähle euch das. Der Grund, weshalb ich mich nicht so viel gemeldet habe in letzter Zeit, beziehungsweise weshalb Freitag kein Video kam und weshalb auch auf Instagram irgendwie nicht so viel kam. Es hilft mir jetzt schon, mich wieder vor die Kamera zu setzen und irgendwie zu sprechen mit euch. Die Katzen sind auch ganz schön fertig. Die sind auch die ganze Zeit nur am Pennen irgendwie. Denen geht's genau wie mir. Vielleicht koche ich irgendwas, backe ich irgendwas, mache irgendwas, was mich vielleicht ablenkt. Backen ist zum Beispiel so eine Sache. Ich bin gar nicht so ein ultra krasser Fan von Kuchen, Keksen und Co. Aber das Backen an sich macht mir halt voll Spaß. Deshalb backe ich voll oft, wenn es mir nicht so gut geht oder wenn ich irgendwie so das Gefühl habe, ich weiß gerade nicht so richtig, wohin mit mir. Aber ich habe letztens erst gebacken und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch Sachen da habe zum Backen. Naja, schön, dass wir uns mal zusammengesetzt haben, Leute. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu langweilig und ihr seid vielleicht noch dran. Falls ja, kommentiert mal ein Herz-Emoji in die Kommentare, falls ihr gerade jetzt noch zuschaut. Wenn es euch mal so geht, seht an diesem Video. Es ist normal, es geht mir auch mal so. Und ich habe auch mal Tage, wo ich da sitze und mir so denke, heute nicht. Und dann werde ich jetzt mal gucken, ob ich mich zusammengerafft kriege, ob wir heute noch was backen oder einfach nur aufräumen. Ich bin gerade sowieso am Wäsche waschen und versuche das wenigstens hinzukriegen, wenigstens ein paar Sachen zu erledigen. Ich habe übrigens auch eine ASOS-Bestellung gemacht. Ich habe da auch einen versuchten Haul zu machen und dann gemerkt, dass ich von den 10 oder 12 Teilen oder so nur 2 behalten habe. Dann habe ich mir gedacht, okay, das hat jetzt irgendwie auch nicht so viel gebracht. Ich bin jetzt gerade im Dachboden und hänge Wäsche auf und ich habe hier immer so gar keinen Ort, wo ich die Kamera irgendwie hinstellen kann. Das ist immer voll schwierig, aber ich hänge jetzt noch die restlichen Sachen auf. Jetzt wieder runter, hier oben ist es nämlich auch ordentlich kalt.
Ich habe mittlerweile gegessen. Mir geht es echt schon ein bisschen besser. Nils ist bei der Arbeit. Ich genehmige mir jetzt einen kleinen Wein und zocke irgendwas auf dem Handy. Ich habe das so einmal alle paar Monate, dass ich irgendein Spiel finde auf dem Handy, was ich dann irgendwie so voll durchsuchte. Und dann ist wieder komplett vorbei und dann spiele ich wieder monatelang keine Handyspiele, weil ich das normalerweise nicht so mache, aber manchmal bin ich einfach voll drin. So, erstmal geht's jetzt ins Bad und ich nehme die bisschen Schminke ab, die ich drauf habe. Denn ich werde mich auch gleich einfach ins Bett legen, einfach nur noch ein bisschen am Handy chillen und nichts mehr großartig machen. Und ich ziehe jetzt morgen einfach mein Programm durch, mache die Sachen, die ich für die Uni auf jeden Fall noch machen muss. Und dann geht's Montag wieder in die Uni und ich freue mich eigentlich auch voll drauf. Und weil ich mich freue, mal wieder zu einer Vorlesung zu gehen. Ich habe auch ein neues Fach quasi, ein neues Modul dann jetzt. Worauf ich mich sehr freue. Ich glaube, das wird echt spannend. Das ist klinische Psychologie. So, jetzt kann es auch ins Bett gehen. Übrigens, worüber ich noch mit euch sprechen wollte. Und zwar hatten mich einige gefragt, wann ich mal wieder was zu meinem Fitnesszustand quasi sage. Ich hatte euch erzählt, dass ich ja momentan so ein bisschen an mir arbeite und wieder ein bisschen fitter werden möchte und so weiter. Und da hatte ich ja auch schon ein Update quasi zugedreht vor Weihnachten. Und seitdem habe ich nichts mehr großartig dazu gesagt. Liegt auch daran, dass ich nicht so aktiv war, was Sport angeht, jetzt in den letzten Wochen. Aber ich lege wieder voll los, jetzt wenn Uni auch wieder losgeht. Und dann werdet ihr auch wieder regelmäßig Updates dazu bekommen und ich werde euch in meinen Videos dazu erzählen. Gute Nacht, Bubu. Gute Nacht, anderes Bubu. Schlaf gut. So, ich hoffe natürlich, euch hat dieses Video gefallen und lasst mir einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich super freuen. Ihr könnt auch gerne nochmal bei Instagram vorbeischauen und dann sehen wir uns zum nächsten Video am Mittwoch um 13 Uhr. Tschüssi!